Ihr müsst neue Reifen kaufen? Dabei wollt ihr nicht zu viel Geld ausgeben und trotzdem gute Reifen bekommen. Hier unsere drei Spartipps für euch. Hi, ich bin der Christoph und es ist gar nicht so schwierig, ein bisschen Geld zu sparen und dennoch einen vernünftigen Sommer-, Winter- oder Allwetterreifen zu finden. Übrigens, solltet ihr euch unsicher sein, ob ihr wirklich einen neuen Reifen braucht, schaut bis zum Ende, da erkläre ich es euch. Für einen neuen Satz Reifen sind drei oder sogar vierstellige Beträge fällig. Wie könnt ihr nun aber den besten Preis finden und so kräftig sparen? Wie so oft lockt auch beim Reifenkauf das Internet mit günstigen Angeboten und vermeintlichen Schnäppchen. Aber Vorsicht beim Onlinekauf, es gibt hier sehr viele Betrüger und schwarze Schafe. Details dazu habe ich euch unten in die Videobeschreibung gepackt. Eines dürft ihr beim Internetkauf auf gar keinen Fall vergessen. Was macht ihr denn dann mit den vier neuen Reifen, wenn sie vor eurer Tür liegen, und was macht ihr mit den alten eigentlich? Wenn ihr nicht zufällig eine unverschämt gut ausgestattete Werkstatt daheim habt, bei der ihr Reifen auf Felgen ziehen, wuchten und montieren könnt, müsst ihr euch auf den Weg machen zu einer professionellen Werkstatt, die Wuchten und Montage übernimmt. Auch die Altreifenentsorgung können die übernehmen. Dass sie dafür Geld möchten, ist klar. Das kostet schon einiges. Ich habe Preise erlebt zwischen 60 und 150 Euro für vier Reifen. Wie sind eure Preiserfahrungen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Diese Beträge müsst ihr am Ende natürlich auf den Internetpreis draufrechnen. Wenn ihr eure neuen Reifen vor Ort beim Reifenhändler oder der Werkstatt kauft, habt ihr oft einen großen Vorteil. Denn die Reifenmontage und das Wuchten ist im Komplettpaket mit dem Reifenpreis selbst oft günstiger, als wenn ihr mit woanders gekauften Reifen auftaucht. Außerdem könnt ihr vor Ort handeln und so auch noch bessere Rabatte rausschlagen. Welche Preise habt ihr dann schon beim Handeln erzielt? Schreibt es uns gerne mal unten rein. Am Ende vergleicht ihr am besten drei freie Reifenhändler vor Ort mit euren Internetpreisen. So findet ihr den günstigsten Preis. Ein weiterer Kostenfaktor wird leider oft vergessen und das sind die Reifendruckkontrollsensoren. Falls ihr so ein Auto habt mit diesen Sensoren, müsst ihr die ungefähr bei jedem zweiten Reifentausch mitwechseln lassen, weil sonst die Batterie leer ist. Kaufen könnt ihr diese Sensoren gleich zusammen mit den Reifen online wie auch beim Händler vor Ort. Die Preisspanne ist dabei erheblich, also macht euch schlau vor dem Kauf. Im großen Angebot der vielen Reifenmarken ist der ADAC Reifentest ein verlässlicher Ratgeber. Den aktuellen Testbericht habe ich euch übrigens unten verlinkt. Wenn ihr keine persönlichen Vorlieben habt und einfach schnell einen Rat braucht, dann schaut euch die Gesamtnote an. Ist diese 2,5 oder besser, ist der Reifen gut und rundum empfehlenswert. Reifen mit einer Gesamtnote, die befriedigend ist, die sind eher was für diejenigen unter euch, die sich Gedanken machen wollen und ihr Fahrprofil genau kennen. Unter den oft günstigen Reifen könnt ihr nämlich ein persönliches Schnäppchen machen. Ein Beispiel dazu. Wenn ihr euer Schmuckstück nur am Sommerwochenende ausführt und wenig Kilometer im Jahr fahrt, dann sind die Punkte Verschleiß oder Kraftstoffverbrauch wahrscheinlich nicht so wichtig für euch. Schaut euch deshalb die detaillierten Ergebnisse in der Tabelle an und findet euer Modell. Kleine Insider-Info noch dazu. Gerade aus Asien kommen immer mehr bisher unbekannte Marken auf den europäischen Markt. Und diese Reifen schneiden bei uns im Test immer besser ab. So, und jetzt noch, wie versprochen, zur Frage, wann müsst ihr eigentlich neue Reifen kaufen? Das ist von zwei Faktoren abhängig. Einmal vom Alter und das andere ist der Verschleiß, den ihr euch anschauen solltet. Den Verschleiß erkennt ihr einfach, indem ihr die Profilstärke misst. Zum Beispiel mit diesem Messer hier. Einmal ansetzen. Na, 1,5 mm. Ist nicht nur vom Gesetzgeber her zu wenig, der will 1,6, sondern auch der ADAC sagt, ihr braucht deutlich mehr Profil. Im Sommer sollen es mindestens 3 mm sein, im Winter und bei Allwetterreifen 4 mm Restprofiltiefe. Der zweite Punkt ist das Alter des Reifens. Das Alter findet ihr sehr leicht heraus, denn die Produktionswoche und das Produktionsjahr des Reifens sind beide aufgeprägt. Das ist die sogenannte DOT-Nummer, die ist vierstellig. Die ersten beiden Ziffern sind die Woche, die zweiten beiden, interessanteren, das Jahr. Hier haben wir 2017. Der Reifen wird also langsam wirklich alt. Wir sagen, Sommerreifen solltet ihr längstens 10 Jahre nutzen, Winterreifen und Allwetterreifen nach 8 Jahren austauschen. Ich hoffe, ihr habt jetzt alle Informationen an der Hand, die ihr braucht, um einen guten Reifen zum besten Preis zu finden. Weitere Informationen zum Thema Reifenkauf habe ich euch übrigens unten verlinkt. Teilt das Video fleißig und jetzt wünsche ich euch, wie immer, gute Fahrt!